Und dann ging das normale Reha-Leben los. Und jetzt bin ich froh, dass ich 5 Wochen hier bin, habe viel von mir selber und zu mir wieder selbst gefunden. Es geht ja los und man unterhält sich mit Maske in den öffentlichen Räumen, weil wir dürfen ja nur mit Maske in den öffentlichen Räumen sein. Ist natürlich schwierig, wenn man dann Kontakt haben möchte, geht das eigentlich nur außerhalb. Hat sich natürlich aufgrund der Situation sehr, ist es eingeschränkt. Wir haben dann auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt ins Schwimmbad zu gehen. Wir haben nicht die Möglichkeit, in die Sauna zu gehen, aus Hygienegründen. Ist halt alles anders als vor 5 Jahren, aber trotzdem. Man muss ja klar sagen, wir sind ja nicht hier, um Urlaub zu machen, wir sind hier, um eine Therapie zu bekommen. Und die Therapieangebote sind nach wie vor wie 2015 gut. Ich fühle mich hier sehr gut aufgenommen. Ja, also ich habe das ja für mich festgestellt, ich bin hier angereist. Es war absolut alles Mögliche an Sicherheitsmaßnahmen meiner Meinung nach vorgegeben, was möglich ist. Ich habe mich gewundert, dass mein Koffer sofort desinfiziert worden ist. Dann kam da so eine Folie drüber. Dann kam eine Dame mit Handschuhen, die hat meinen Koffer genommen und ich musste ja sofort aufs Zimmer. Dann hatte die Dame auch eine Maske auf. Als ich dann im Zimmer drin war, wurde mir halt erklärt, dass ich nicht raus darf. Mindestens einen Tag bis zum Ergebnis des Corona-Tests. Dann kam ja auch der Doktor im Laufe des ersten Anreisetages. Der stand dann in voller Montur vor mir. Voller Montur vor mir. Ich habe gedacht, der kommt vom Mars, der war richtig schön verpackt mit Maske und alles oben drauf. Hatte mir dann so ein Fieberthermostat gemessen und dann halt auch den Abstrich im Mund und dafür durfte ich die Maske abnehmen. Ich durfte auch nicht raus. Das Essen, das dann mittags kam, da wurde angeklopft, die Tür wurde aufgemacht, der Herr blieb draußen stehen, ich durfte nur das Tablett abnehmen. Und dann hat er mir gesagt, in etwa 30 Minuten holt er das Tablett wieder ab. Die Tür war wieder zu, ich war wirklich in Isolation, komplett. Und als dann die halbe Stunde ungefähr rum war, dann klopfte es wieder, Tür ging auf, der Mann blieb stehen, dann habe ich das Tablett geholt und habe es nur an der Tür übergeben und die Tür war wieder zu. Also ich war wirklich 24 Stunden für mich total allein. Wir unterhalten uns draußen viel. Wir gehen dann auch viel spazieren. Dann wir gehen in eine Eisdiele bei so einem schönen Wetter wie jetzt gerade. Oder wir gehen irgendwo gemeinsam irgendwas trinken. Oder wir gehen mittags ins Café. Das ist gut. Dann sieht man nochmal die Gesichter der anderen Menschen und man kann sich ganz anders unterhalten. Das ist dann wieder Normalität. Ein klein wenig Normalität im Alltag, sag ich mal.